Willkommen zu Banjoland, die Stars. Mr. Pitt als Empfangserdferkel. Boggy als unmotivierter Hausmeister. Captain Blubber als verrückter Ex-Seefahrer. Bortles als aufgeblasener Museumsdirektor. Klungo als durchschnittlicher Grunzer, schon wieder. Und Mumbo Jumbo als der Typ mit Ideen über seine Position hinaus. Ja, Freunde, willkommen zu Welt 3 in Let's Play Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Banjoland! Das hier ist ein Museum, ja, von Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Hier das U-Boot, ja, hier überall Bilder an der Wand, der Goliath, dann Mufo, Gruntilda aus Banjo-Kazooie, hier das Walross, Fürst Fuck-Fuck, Herr Flicken. Und hier eine Banjo-Kazooie-Statue mit einem Puzzleteil in der Hand. Hier sind viele nervige Aufgaben. So kann man diese Welt beschreiben. Mehr muss man nicht sagen. Ich glaube, hier gibt es auch viele von diesen komischen Statuen hier. Von diesen Teilen. Banjo-Kazooie-Statue. Diese Statue ist eine Homage an das beste Videospiel-Tour aller Zeiten. Das war ein Charakter im Rucksack des anderen Charakters lebt. Banjo, der Honigbär, und Kazooie, die Primöwe. Mama, wie heißt denn das Spiel? Das ist der Honigbär, der in seiner Höhle haust. Okay. Hier eine Gold-Dings. So, hier eine Pyramide aus Gobi's Valley. Ba, 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 ba. Wo soll ich denn hier hingehen? Und ihr hört ja auch schon ein Remix aus alten Banjo-Kazooie und Tooie Tracks. Hier Freezy's in Peak. Dann haben wir hier Clankers Cabin. Und neue Grundbots. Au! Und da haben wir Clanker. Da oben hängt sein Gebiss. Irgendwo. So, und da haben wir Captain Blubber. Aber erstmal das hier lesen. Clanker. Clanker war der Star des allerersten Levels in Banjo-Kazooie. Nein. Vom dritten Level. Clankers Cabin. Ihn in ein Stück herabkommen war zu schwierig. Herabzubekommen war schwierig, doch wegen der vielen Verwendungsmöglichkeiten seines reparierten Kopfes war es die Mühe wert. Okay. Der sieht aber nicht mehr ganz so schön aus. So, okay. Du wirst blind, Clanker. Ja, hoi, Banjo. Clanker steht das Wasser bis zum Hals. Kannst du einem Salzwasser nehmen, vielleicht helfen, sich für seinen uralten Kumpel einzusetzen? Wenn ich's könnte, Blubber, wenn ich's könnte. Es sieht nicht so aus, als könnte Clanker das irgendwie selbst regeln. Nein, und diese typischen Grundbots haben es auf deinen Augen abgesehen. Sie geben erst auf, wenn genug von ihnen in Stücke zerreißen wurden. So, diese Aufgabe hasse ich. Wir können die Raketen der Vernichtung zwar nehmen, aber ich kann auch. Ist das dasselbe mit der Fernlenkrakete? Ja, aber ich baue da mal Räder dran. Räder. Aber nicht diese Räder. Was? Thank you.
So. Okay. Mit Fernleckraketen sollte das eigentlich... Ey, was ist das denn da vorne? Ach, verdammt! Noch mehr Munition brauche ich doch gar nicht. Steck mal aus. Ich muss mal kurz was entfernen. Ey! Hallo! Es bringt nicht mal was. Ach, ich muss die töten! Ey! Ey, ich treffe die irgendwie gar nicht. Verdammt, ich habe seine Augen getroffen. Ey, komm, das ist der letzte. Ey! Ich höre meinen Ton gar nicht mehr. Schießt der überhaupt? Hey, jetzt geht's wieder. Ich hab meinen Ton gar nicht mehr gehört. Nee, er ist nicht gesund und munter. Erst wenn ich die TNT-Trophäe habe, ist er gesund und munter. Sonst bist du nicht mehr ganz munter. Nein, halt! Hallo Sir, was soll denn das? Ey! Ich muss aufpassen, dass seine Augen nicht kaputt gehen. Hallo, ey! Habe ich es geschafft? Ja. Gut. Oh je, wo ist mein Auto? Ich glaube, ich wechsle das mal. Rakete der Vernichtung. Hier steht einfach ein Stück Käse. Zu welchem Level das gehört hat, ich keine Ahnung. So, aber hier haben wir Bilder von Bortles da oben. Dings, da haben wir Bilder von Grundbots. Da ist ein Grundbot. Lass mein Auto in Ruhe. So, auf jeden Fall haben wir hier Click Lockwood. Hier sind einfach Bilder von Grundbots. Lass mich jetzt in Ruhe. Ey! Lass mein Rad! Hallo! So, hier haben wir, ihr seht's ja, hier haben wir so eine Mülltonne, da haben wir Bilder Bumba Bumba, Banjo-Kazooie, hier ist die Klunkerkluftmine. Da sind Noten und, verdammt, hier ist Mad Monster Mansion. Ey, ich will das lesen. Ich kann das wieder normal aufstellen. Ah. Ah. Mad Monster Mansion.
schaurige Gegend in Banjo Kazooie, in der unsere Helden Logo, einen dösenden Geist namens Nappa und eine Orgel spielende Geisterhand namens Mozart getroffen haben. War es Gruntis Ferienhaus? Wer weiß. Nee, das war ihr ganz normales Haus. Da sind Grabsteine drin. Also nicht im Haus. So, hier haben wir Cheeto. Okay, ich sammle sie ganz normal ein. Ich spiele doch gerade die Musik von Mit Monster Mansion. Was hast du denn? Ich will in mein Haus. Nein, in mein Auto. So, also, Mäuse ist verboten, ich war aber eingesperrt. Was ist das denn hier? Die Festung des Bösen. Okay. So, und hier haben wir ein Fußballstadion. Das kommt, glaube ich, aus Majors Tempel. Keine Ahnung, wo es da ein Fußballstudio gab. Fußballstudio, Fußballstadion gab. Aber na gut. So, hier haben wir Klungo. Park Prix 1. Park Prix 1. Hier drüben. Wer möchte Klungos geheimen Rennen beitreten? Musst du erst Klungos beste Zeit schlagen. Möchtest du es ausprobieren? Ja, natürlich. Sonst wäre ich nicht hier. Wir sind immer für eine Herausforderung zu haben. Was denn das ganze Priborium überhaupt zu bedeuten? Das Bottles lässt Mitarbeiter nicht im Museum herankommen, herauslassen. Herausrasen, Mensch! Ja, dieser Ort ist voll von unbezahlbaren Artefakten. Okay, okay. Also, was müssen wir tun? Klungo hat Rekordzeit auf der Strecke. Wenn wir besser Klungo übergeblendet, Jiggy. Das ist aber nicht das eine Teil da jetzt, ne? Mit. Du bist schon. Nee, bist du nicht. Katzenklo-Reiniger? Nee, ach nee, das ist der. So, nehmen wir die Rakete der Vernichtung. Das ist aber nicht das, wo wir dauerhaft schnell sein müssen, ne? Nee, das war das andere mit diesem Bobby. Okay, das hier geht ja noch. Die Rakete der Vernichtung. Nach Hoffland. Vorsicht, flieg jetzt nicht hier weg. Ich habe den Rad verloren. Den habe ich nicht. So, hier haben wir ein Stück von Gummis Valley. So, hier haben wir Freezy's Peak. Mit hässlichen Pinguin. Jeder liebt doch Pinguine. Und wenn es aus Plastik sind, dann nicht. So. Ui, das wird aber ziemlich knapp. Das wird ziemlich knapp. Aber bei hier hinten ist das Ende, ne? Das wird aber trotzdem knapp. Wenn ich hier zum Grabstein hinbleibe. Dann war's das. Oder hier! Okay, aber wir haben es geschafft. So, danke. Ach so, diese Richtung. Was ist das denn jetzt hier? So, da haben wir wieder so eine Statue. Was ist das denn? Tarzan. Okay, dieser despotische, dusselige, tote Gott bot etwas gute alte Boss. Bot etwas gute alte Boss-Action im Ballerspielstil. Ja, das stimmt. Er lebte in seiner wahrhaft heiligen Kammer im Maya-Tempel. Maya-Tempel. Einem Level mit vielen Tempeln. Dankeschön. Hätte ich schon nicht gedacht, wenn das Level schon so heißt.
Ja, Meier aus Tempel. Ey, halt. So, und da hinten ist irgendwo noch was. Achso, da oben drauf. Oh, verdammt, 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 verdammt! Weh! Ich fliege! Verdammt, ich kann nicht schwimmen, ne? Nee, ich muss da hinten lang. Was? Todesgefahr? Kann ich hier hoch? Ja. So, jetzt sind wir auf dem großen Schneemann. Und hier ist Bortles. Wer ist das denn? Verdammt, weg damit! Eisig erfreut, dich zu sehen. Mensch, es ist ein... Habt ihr es gerade gehört, was ist da passiert? Es ist eine Gesundheits- und Sicherheitskatastrophe. George ist wieder geschlafen und in der Wüste gestrandet. Wir müssen eine Rettungsoperation starten, und zwar sofort. Ich kann nicht mal zählen, gegen wie viele Ausstellungsrichtlinien dies hier verstößt. Cash. George darf seine letzten Stunden nicht ganz allein verbringen. Wenn er nicht bald wieder zurück ist, dann ist er tot. Sieht aus, als hätte er zugenommen. Was schlägst du vor, wie wir ihn wieder zurückschleifen können? Als das letzte Mal passiert ist, haben wir ein spezielles Eisnübel-Umfahrzeug gebaut. Ein paar Meter kräftig geschoben und dann den Logschieber. Oh je. Okay. Stimmt, das ist diese sehr, sehr komische Aufgabe, wo man hier vom Schal fast runterfliegt. So, da ist das Vieh. Ich habe das Gefühl, der fliegt gleich hier raus, aber wir haben es geschafft. Großartig, Benji, danke schön. Ja, wo ist er jetzt, bitte schön? Er ist wieder da unten im Schnee, im Wüste, im Sand. So, das war's hier schon, ne? Da hinten ist Mumbus, bitte. So, diesen Roten möchte ich gerne haben. Des Schneemanns hier. Tschüss! Schnell weg hier. Okay. Hä, was bin ich jetzt hier? Ah, da ist auch einer ist drin. Nein, das bleibt auch da drin. Mal schauen, wie viele Puzzleteile wir zusammenkriegen, wenn wir jetzt noch Act 2, Act 3, Act 4, Act 5 und dann noch diese Trophäen-Puzzleteile hier nehmen. Mal schauen, wie viele Puzzleteile wir dann haben. Ich glaube, letztens hatte ich 12. Okay, Freunde. Und hier diese beiden Puzzleteile werden wir in der nächsten Folge hoffentlich dann holen. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, haut rein und ciao.